Und willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen... wir waren draußen, haben ein paar Mobs geklatscht, haben einen Ork besiegt, waren auf der Jagd. So, und jetzt würde ich sagen, dass wir zu Akis Hof gehen. Können wir nicht hier gehen, mal zu Lobards Hof? Ja, das ist auf der anderen Seite. Wir haben noch eine Rechnung offen mit so einem Herumtreiber. Den holen wir uns jetzt. Ich habe ja jetzt ein bisschen Pfeile eingekauft und jetzt sollten wir ihn ja einsehen. Haben wir eigentlich jetzt... Könnten es mit dem Ding versuchen, aber müssen wir den geschickter. Ich muss nach der Folge mal unbedingt gucken, wie viel man so ungefähr in Geschick oder in Stärke investieren müsste. Also, nämlich man so investieren muss, auch als Magier. Kann ich jetzt einfach wieder reinlaufen oder? Ach, die wollen keinen Stress mehr! Oh Gott. Na, lass mich in Ruhe. Geht doch. So. Ich meine, das wäre auf der Seite hier gewesen, oder? Oh, Drachenwurzel. Nice. So, das muss hier irgendwo gewesen sein. Jetzt sehen wir auch wieder was. Das ist viel besser. Ich muss sagen, ich speichere gleich, wenn wir von der Höhle sind. Und dann versuchen wir es nochmal. Ich habe Pfeile eingekauft, ich haue ihnen den Feuerball ins Gesicht und dann sollte es ja funktionieren. Na gut. Ich mach dich fertig. Renn so schnell, wie du kannst! Das hast du verdient, Mistkerl. Das funktioniert so nicht. Ich muss gegen ihn kämpfen, aber... mehr als... Ich mach dich fertig. Wir haben es geschafft, Leute. Oh, her mit deinem Kram. Degen mitnehmen. So. So, mal gucken, was er hier so hat. Axt. Die Hunde haben anscheinend schon mal angegriffen.
Mal gucken, was haben wir da? Ein Hering, okay. Hier geht es noch tiefer in die Höhle. Speicher mal, besser ist es. Okay, neu. Kann man irgendwas mitmachen? Ich meine, sieht schon ziemlich krass aus. Das ist ein Ork, oder? Ist das eine Ork-Höhle? Boah. Hm. Gut. Nein, ja, mal Menschenköpfe und sowas, ne? Könnte gut sein. Mal Skelette. Ja. Haben wir die Diebe erledigt? Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg zu Akis Hof. Lesser Akis. Aki oder so. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Da oben gehen wir noch nicht hin. Da gehen wir später hin, sobald wir ich Magie anwenden können. Vielleicht wenn wir unsere erste Rune haben. Mal schauen, ich weiß ja nicht, wann man die bekommt. Keinen Plan. Ich habe Gothic 2 nie durchgespielt. Ich war auch noch nie im Add-on oder ne. Ich habe mal einmal bis kurz vom Kloster gespielt. Aber mehr habe ich auch nicht gemacht. Also, ne? Keine Ahnung. Deswegen, mal schauen. Ich meine, ich kann dem Pablo vorne mal den Ork mitbringen. Der ist für mich so lustig, aber... Ja. Für mich wäre es Unterhaltung. Ja. Gucken, kommen wir hier hin. Es müsste doch hier zu Akis Hof gehen, ne? Zur Taverne. Taverne geht's auch. Hier muss doch irgendwo eine Treppe sein, oder nicht? Ich meine, hier geht irgendwo eine Treppe hoch, sodass wir zu Akis Hof kommen. Hier hochlaufen. Nee, hier ist die Höhle mit dem Ork. Müssen wir tatsächlich noch weiterlaufen? Oder war das auf der anderen Seite? Das ist eine gute Frage. Ich gehe jetzt erstmal weiter. Und wenn wir jetzt gleich wieder der Taverne da oben ankommen, dann drehe ich wieder um. Das nimmt mir jetzt gerade nicht immer. Wir brauchen noch unbedingt eine Karte, so langsam. Wie Gold haben wir noch? 100. Okay. Ich glaube, hier ist die... Hier ist die Treppe. Ich speichere hier mal. Wenn das hier kommt, weiß ich nämlich noch. Ruine zum Leuchtturm. Ruine. Ne, da geht's doch zur Taverne, oder? Nee.
Warte mal. Wie sieht's aus? Schon lange keinen Fremden mehr auf unserem Land gesehen, der uns nicht gleich die Haut abziehen will. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht bei dir getäuscht. Ich bin Egil. Und der komische Vogel dort drüben ist mein Bruder Enim. Wie läuft die Feldarbeit? Bestens, wenn diese elenden Feldräuber nicht ständig unsere Ernte vernichten würden. Warum unternimmst du nichts gegen die Feldräuber? Du machst mir Spaß. Seit ich hier auf diesem Hof bin, habe ich schon unzählige dieser Viecher erledigt. Es kommen aber leider immer wieder neue. Na gut. Wer bist du denn? Hey! Wer bist du? Mein Name ist Enim. Ich bin einer der Feldarbeiter. Und die halbe Portion da drüben ist mein Bruder Egil. Wir arbeiten schon seit einigen Jahren für Arkhil hier auf dem Hof. Wie läuft die Feldarbeit? Willst du mithelfen? Da hinten steht noch eine Hacke. Schnapp sie dir und dann ab aufs Feld. Du musst nur aufpassen, dass die Feldräuber dich nicht überraschen. Die reißen dir mit einem Bissen glatt den Arm ab. Warum unternimmst du nichts gegen die Feldräuber? Ich habe schon viele von ihnen erschlagen. Ich kann sie gar nicht mehr zählen. Das Dumme ist nur, sie kommen immer wieder. Dein Bruder hat das Gleiche erzählt. Was denn? Der Drückeberger? Der ist doch immer gleich verschwunden, wenn die Biester auf unser Land kommen. Er sollte besser nicht so einen Unsinn erzählen. Jo, ich weiß, was hier passiert. Wir können jetzt ein paar Mal mit denen reden. Das wird lustig. Hey, du. Dein Bruder erzählt etwas Ähnliches. Aha, was denn genau? Dass er auch schon viele Feldräuber zur Strecke gebracht hat. Was? Der Blindgänger findet doch noch nicht mal allein nach Hause. Sag ihm, er soll man nicht so aufschneiden. Oh Gott, das wird lustig. Hey. Dein Bruder hält dich für einen Aufschneider. Was? Er wagt es tatsächlich, sowas zu sagen? Er soll bloß aufpassen, dass ich ihm nicht das Fell über die Ohren ziehe. Geh hin und sag ihm das. Warte mal. Enim ist wegen der Geschichte ein wenig gereizt. Er soll sich nicht so aufblasen, sonst reiße ich ihm den Kopf ab. Sag ihm das. Was mache ich hier eigentlich? Hey. Ich finde, ihr beide solltet euch wieder entspannen. Der Drecksker gibt nicht nach. Habe ich recht? Ich werde ihm die Gedärme rausreißen. Sag ihm das. Sag es ihm doch selbst. Das werde ich auch. Oh. Ey, jetzt steht hier ein Kampf. Also, ihr könnt wetten, Leute. Ich wette auf ihn. Ey, pass auf, dass er mich nicht trefft, sonst gibt's Prügel. Ich loot den, Verlierer. Ich loot den Verlierer. Schön. Immerhin hast du eine wenigstens Waffe Geld nehme dabei. Ich mal mit. Warte mal. Willst du noch mehr Ärger anzetteln? Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Oh Mann, mein Kopf. Warte mal. Hast du nicht genug Schaden angerichtet? Ich finde, du solltest jetzt gehen. Ich habe noch gar nichts gemacht, ja. Ich spreche mal. Doch nur noch mehr Ärger. Ist doch wahr. Daran wird sich nie was ändern. Hey, du. Gibt's Schwierigkeiten? Nein, nein. Es ist alles in Ordnung. Es ist besser, wenn du jetzt gehst. Bist du sicher? Ja, es ist alles in Ordnung. Du, ich kann jetzt nicht mit dir reden. Was dich auch immer hergeführt hat, besser du vergisst es und verschwindest. Das will doch keiner mehr hören.
Hey, Kleiner, hast du dich verlaufen? Genug Probleme. Geh zurück aufs Feld und pflück ein paar Rüben. Ich könnte dir Sachen erzählen. Du bist ja immer noch hier. Also du hast jetzt die Wahl, Fremder. Verpiss dich oder stirb. Ich will mich euch Söldnern anschließen. Ach ja? Dann verpiss dich, sonst wirst du dich niemandem mehr anschließen. Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Also ich würde sagen, wenn du leben willst, dann verschwindest du jetzt, kapiert? Der war doch Sturzbett. Jetzt bist du da. 70. Ich will doch gar nicht gegen dich kämpfen! Bauer! Verpiss dich! Wir sprechen uns noch! Ich... Jetzt spieße ich dich auf! Ich sollte nur mal lachen. Oh Gott, ey. Ich sollte dringend nochmal laden, das ist ein wenig schief gelaufen. Ich wollte gar nicht den Bauer antreffen. Was? Du bist... Wer ich mach dich fertig. Spaßvögel. Du hast es erfasst. Jetzt bist du dran. Alles klar, One-Shot. Ist in Ordnung. Das ist gut. Boah. Jedes Mal bin ich, ich kam nicht mal dazu, meine Waffe zu ziehen. So richtig, weißt du? Was dich auch. Geschweige. Ist ja immer noch. Ist doch. Ich mach dich fertig. Ja.